Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist heute Schwindel, ein ziemlich häufiges Symptom. Und wir haben dazu als Experten Herrn Professor Vetter. Herr Professor Vetter ist Neurologe und Chefarzt des SRH-Klinikums Langensteinbach, Karlsbad Langensteinbach. Und ich habe die Frage, Herr Vetter, was ist eigentlich Schwindel? Was ist das ein Symptom und wie äußert sich das? Das ist die alles entscheidende Frage, weil das größte Problem beim Schwindel ist, was meint der Patient überhaupt, wenn er den Begriff Schwindel benutzt. Und deswegen kann es auch gar nicht sein, dass es ein Medikament für alles gibt, dass es eine Ursache für alles gibt. Das ist nicht so. Schwindel ist letztendlich nur ein Symptom. Kann viele, viele Ursachen haben. Und das Entscheidende ist, rauszukriegen, was der Patient wirklich mit Schwindel meint. Was meint er denn damit? Was ist denn die häufigste Beschreibung von Schwindel? Genau. Also darauf wollte ich hinaus. Es gibt drei, vier wichtige Fragen, die man stellen muss. Das erste ist, wie fühlt sich das an, was Sie oder du als Schwindel wahrnimmst? Ist das gerichtet? Fühlt sich das an, wie wenn man in einem Karussell sitzt? Fühlt sich das an, wie auf einem Schiff, dass es rauf oder runter geht? Oder wie im Aufzug, wenn der anfährt oder abbremst? Ist es vielleicht auch nur ein Benommenheitsgefühl? Kreislaufproblem. Ist es deswegen, weil ich den Boden nicht mehr richtig spüre? Polyneuropathie, bei Diabetes zum Beispiel, wo die Nerven kaputt gehen und man einfach nicht mehr Informationen über die Füße hat und deswegen die Standsicherheit verliert. Also auch Kreislaufprobleme können letztendlich Schwindel sein. Also eine Vorform vielleicht auch einer Bewusstlosigkeit. Genau, also das, wenn man, kennt ja jeder, wenn man länger am Boden gekniet ist, rasch sich aufrichtet, wird einem blümmerant, hieß das früher, oder schwarz vor Augen, drohendes Ohnmachtsgefühl, Kopfleeregefühl. Kopfdruck, all das kann für den Patienten letztendlich mit dem Begriff Schwindel umschrieben sein, hat völlig unterschiedliche Ursachen und deswegen muss man fragen, was genau ist Schwindel. Wenn der Patient sagt, ja, Schwindel halt, dann sind Sie keinen Schritt weiter. Also wir müssen ihn versuchen festzunageln, rauszukriegen, was er wirklich meint. Das so normal ist, also das hat ja jeder solche Beschwerden irgendwo, ab wann ist es denn dann eine Krankheit und was ist die Krankheit? Wenn der Patient das relativ gut beschreiben kann, bin ich schon ein ganzes Stück weiter. Es gibt also ganz spezifische Erkrankungen, die ganz bestimmte Symptome machen. Ist das was immer wieder in Attacken auftritt? Und wenn ja, wie lange dauert so eine Attacke? Ja. Und wenn ja, wie oder doch was wird sie ausgelöst? Das ist schon eine wichtige Information. Gibt es ganz bestimmte Erkrankungen, die immer dann auftreten, wenn ich was Bestimmtes tue, zum Beispiel mich umdrehe im Bett oder rasch hinlege ins Bett oder rasch aufrichte. Solche Informationen. Wenn es nicht Attacken sind, ist es ein Dauerzustand? Ist es morgens schlechter wie am Nachmittag? Ist es, wenn ich morgens aufwache, noch gut und entwickelt sich langsam im Vormittag, wird am Laufe des Tages besser? Das kann in bestimmte Richtungen deuten. Und gibt es weitere Symptome dabei? Ganz wichtig. Ne? Habe ich Hörstörungen dabei? Habe ich einen Druck auf dem Ohr? Brummt mir das Ohr vielleicht? Dann weiß ich schon recht genau, was wohl dahinter stecken kann. Das ist typischerweise eine harnärztliche Erkrankung, heißt Morbus Menia. Habe ich Kopfschmerzen dabei? Gar nicht so selten, kann es auch eine Migräne sein, die mit Schwindel einhergeht. Oder aber es kommt aus heiterem Himmel, es fängt sich an zu drehen, ich glaube, die Welt geht unter, ich kann mich überhaupt nicht mehr auf dem Bein halten, verliere die Orientierung. Das kann im besten Fall eine Entzündung am Gleichgewichtsnerven sein, ein Gleichgewichtsorgansausfall, wenn man so will, kann aber im schlimmsten Fall auch ein Schlaganfall sein. Ja. Also wenn solche heftigen Symptome auftreten, die mir quasi die Orientierung rauben und ich mich nicht mehr auf den Beinen halten kann, dann wird es gefährlich. Und dann muss ich auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Das Gespräch mit dem Patienten eigentlich das Entscheidende herauszukriegen, also in welche Richtung es geht. Genau. Es gibt Menschen, die sagen, 90% aller Schwindeldiagnosen kann man eigentlich am Telefon stellen, weil man den Patienten einfach gut befragen muss und dann schon sehr viele Informationen kriegt. Ist denn das Schwindelgefühl anders zu werten in Anbetracht des Alters? Ist bei einem Schwindel bei einem 20-Jährigen absolut anders zu sehen als bei einem 80-Jährigen? Vollkommen anders. Es gibt ja also ungefähr 10 wichtige Schwindelunterformen. Das sind dann 98% aller Schwindelarten. Vieles ist häufig, manches auch recht selten. Bei den jugendlichen Patienten, also bei Kindern zum Beispiel, Kinder, die immer wieder von der Schule heimkommen und einen Schwindel haben. Ja. Die sagen meistens gar nicht unbedingt Schwindel, sondern sagen, mir ist so schlecht. Ich habe Bauchweh, mir ist schlecht, sagen die. Und sind ganz bleich im Gesicht und kommen nach Hause, legen sich 2 Stunden hin, stehen wieder auf und gehen auf den Spielplatz und alles ist vorbei. Gutartiger, wiederkehrender Schwindel des Kindesalters ist eigentlich zu 99,9% der Eingang in eine Migräne.
Geschichte hinein. Das sind kindliche Migränen, die solche heftigen Schwindelsensationen machen. Gibt es fast nichts anderes. Und beim 80-Jährigen? Und beim 80-Jährigen, der solche Sachen kriegt, kann es auch immer noch Migräne sein, aber es wird schon unwahrscheinlicher. Aber auch da gibt es wiederkehrende Schwindelsensationen. Da kommt dann eher diese Meniere-Erkrankung ins Spiel. Durchblutungsstörungen. Ja, Professor Vetter, das ist hochspannend, aber wir haben ja noch einen zweiten Teil zu diesem Thema. Das heißt, da kann man noch weiter intensiv darauf eingehen. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal gelernt, wie komplex das Thema ist. Und ich hoffe, wir haben schon mal einen Hinweis gegeben, was da alles an Ursachen dahinter stecken kann und dass ein ausführliches Gespräch schon die wichtigste diagnostische Empfehlung ist. Also vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ihnen alles Gute. Wir sehen uns wieder.